Willkommen zurück zum Let's Play King's Quest 8 Maske der Ewigkeit. So. Wir wollen irgendwie darüber kommen. Nur wie? Das ist jetzt die Frage. Ah, so zum Beispiel. Alles klar. Oh, da ist ja noch einer. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh tot. Gut. Ich hoffe, das war's jetzt auch endlich mal. Für die paar Kristalle hier. Mensch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt keine verbraucht bis jetzt. Ja, haben wir überhaupt schon mal uns geheilt? Ich glaube nicht, oder? Ist ja geradezu fantastisch. Dass das so funktionieren kann. Gut, vielleicht kriegen wir ja doch den einen oder anderen Moment, wo wir uns mal heilen müssen, aber ja, bis jetzt läuft's echt super duper. Genauso wie mit den Springen jetzt hier. Sehr gut. So. Ich nehme an, hier lauern noch weitere von diesen Viechern. Ja. Kaum hat das ausgesprochen. Das scheint so eine Art Labyrinth zu sein, wo die Hauptgefahr durch diese Viecher besteht. Nervtötendes Viehzeug. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal heilen. Sehr schönes Labyrinth. Also kein Labyrinth. Es ist ja kein Labyrinth. Man kann sich ja nicht verirren. Aber man kann runterfallen. So, klappt das jetzt, wenn ich hier so drauf springe, oder? Ja, es klappt. Das speichere ich direkt mal. Wir haben sehr wenig Lebensenergie und ich möchte nicht unbedingt mehr Pilze verbrauchen, als ich eigentlich müsste. Oh, Kamera! Oh, Mann! Ja, wunderbar. Weil die Kamera gerade hing, ey. Sowas kann ich echt überhaupt nicht ab. Da bleibt die Kamera auf einmal übelst hängen. Und ich kann nichts machen. Stirb halt endlich. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit die letzten waren. Okay, da kann man wahrscheinlich mit dem Enterhaken hochklettern. Aber wo geht's denn da jetzt noch lang? Das verstehe ich ja nun gar nicht. So. Noch einer. Leute, übertreibt's doch nicht. Ist doch nicht wahr hier. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ah, da hinten sind jede Menge Kristalle. Ja, die werde ich mir dann auch gleich holen. Wenn ich denn hoffentlich dran denke. Ich hole sie gleich. Ich kenne mich. Ich vergesse das nachher wieder. So. Bitte gehen, Connor, ganz vorsichtig. Speichere auf jeden Fall vorher nochmal. Ja, ich nehme mal den hier. Muss ja nicht immer der gleiche sein. Wenn der dann hinüber ist, dann stehen wir plötzlich wieder in der Dimension des Todes oder so. Uah, das war jetzt auf jeden Fall nicht ganz optimal. Und das war am allerwenigsten optimal. Angstreaktion par excellence. So. Einmal hoch. Diese blöden Viecher, ey, die nerven. Ja, brüllt ruhig. Okay, der trifft uns nicht. Aber wir treffen ihn. Das ist schön. Das ist wunderbar. Schön unfair für die. Aber gut für mich. So, jetzt aber. Noch einer. Bleib stehen. Connor, mach mir doch keine Angst. So. Sammeln, sammeln. Ausgezeichnet. Wir gehen wunderbar vorbereitet hier in dieses Gebiet rein. So.
Diesen Sprung speichere ich vorher lieber mal. Der sieht mir nämlich ziemlich gefährlich aus. Ich weiß, ich übertreibe es gerade wieder mit der Speicherei, aber wenn es die Funktion gibt, warum nicht nutzen? Ich weiß ganz genau, wenn ich nicht speichere, mache ich Fehler. Wenn ich Fehler mache, ärgere ich mich. So wie jetzt zum Beispiel. So, gut, das Ganze nochmal. Dieses Mal springe ich am besten. Hier geht das ja noch. Aber hier ist es wahrscheinlich zu weit weg. Normaler Sprung. Sehr gut, genau drauf gelandet. So, jetzt aber da hoch. Und mal gucken, was da oben jetzt auf uns wartet. Aha. Hier haben wir 6. Ja. 6 Gongs. Was sind diese eigenartigen Dinge? Ich kann sie nicht erreichen. Ja. Schau, das ist der Stein der Ordnung. Gut. Der Stein der Ordnung, wir haben ihn gefunden. Aber wir müssen natürlich ein Rätsel lösen, bevor wir ihn erreichen können. Also nehme ich wieder Zettel und Stift parat. Und versuche dieses Rätsel zu lösen. Wir haben jetzt gesehen, 6 Gongs an der Seite. Und einen über dem Stein der Ordnung. Der kommt dann wahrscheinlich zuletzt. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. So, jetzt können wir auf diese Gongs hier schießen. Und das müssen wir natürlich in der richtigen Reihenfolge tun. Es passiert nicht. Mein Gott, was war das? Was ist mit dem? Auch nicht. Auch der war falsch. Der war auch falsch. Müssen wir erst da hinten hin, oder was? Ah! Also der kommt nicht zuletzt, sondern als allererstes. Schau, sie kommt heraus. Ich hoffe, es ist stabil. Sieht doch absolut stabil aus. Ich weiß gar nicht, was du hast, Connor. Okay. Welcher ist als nächstes? Also hier müssen wir uns irgendwie durchprobieren. Okay. Der Stein der Ordnung ist wütend. Schade. Vielleicht sollte ich auf die richtige Reihenfolge Acht geben. Was du nicht sagst, Connor, was du nicht sagst. So, damit hat auf jeden Fall alles angefangen. Und wir müssen uns hier wirklich durchprobieren. Weil die richtige Reihenfolge kennen wir ja nicht. Okay. Da haben wir die Nummer 2. So. Jetzt hatten wir einen da. Ich nehme mal an, der nächste ist jetzt da. Okay, der war falsch. Ja, das wird immer enger, aber irgendwie, ich glaube, er schafft es immer, rechtzeitig auf der anderen Seite, also hier wieder zu sein. Auf dem Anfang der Brücke. So. Dann hatten wir den hier. Probieren wir mal den. Aha, da haben wir die Nummer 3. Langsam aber sicher klärt sich das Ganze hier. Ich würde jetzt mal den hier versuchen. Nein, der war falsch. Gut, also nochmal von vorne.
Die ersten drei Töne haben wir schon sicher. So. Dann hatten wir den hier. Ja, welcher könnte der nächste sein? Der hier vielleicht? Auf welchen habe ich ihn gerade geschossen? Achso, auf den da hinten, okay. Machen wir mal den hier. Nein, der war auch falsch. Da probieren wir als nächstes den nach. Ja, sehr schön. Der hier. Wenn der Stein die Ordnung liebt, warum macht er das dann nicht gleich in der richtigen Reihenfolge hier? Also warum hängt das nicht gleich in der richtigen Reihenfolge hin? Wie ist der überhaupt hierher gekommen und wer hat ihn warum hierher gebracht? Das sind alles so Fragen. Ah, da haben wir die Nummer 4. Ausgezeichnet. So, jetzt hatten wir zweimal hintereinander die rechte Seite. Vielleicht haben wir jetzt die linke Seite, den da hinten. Oh, der war auch richtig. Die Nummer 5. Sehr schön. Das läuft ja wie am Schnürchen. So, jetzt haben wir eine 50-50-Chance. Bei 50-50 mache ich immer das Falsche. Nur mal so am Rande. Nehmen wir mal den da. Das klang falsch. Ja. Wie er auch springen kann, wie eine Gazelle. So, fangen wir nochmal an. Jetzt kennen wir ja auf jeden Fall die richtige Kombination. Der nächste war der hier. Rein theoretisch ist die Kombination so einfach, dass man sie sich auch merken könnte, aber... Bevor ich jetzt doch irgendwann wieder was Falsches eintippe und... die Folge unnötig länger und ereignisloser mache, mache ich es lieber so. So, jetzt haben wir die Nummer 5. Zack. Ich habe es übrigens auch damals mit Zelle und Shift gemacht. Die Nummer 6. Und wir sind hier fast da. Wenn, Connor, wenn du springst, dann erreichst du den Stein. Aber du kommst nicht mehr zurück. So. Also da, der letzte Ton. Okay, war das jetzt wirklich nach Ton? Anscheinend. Gut, dann nehmen wir uns den Stein der Ordnung. Es ist wahrlich der heilige Stein der Ordnung. Ja, verdammt. Und wir haben so viele Pilze und Kristalle gespart jetzt. Dadurch, dass wir uns nicht geheilt haben. Ja, aber eine schöne Brücke eigentlich, ne? Wäre zwar doof, wenn man die nachbauen würde, weil die würde nicht halten, aber sieht toll aus. Sehr schick. So, dann klettern wir hier mal runter. Und ich sehe, meine Zeit ist schon wieder um. Deswegen beeile ich mich auch ein bisschen, hier wieder an Land zu kommen. Äh...
So, jetzt müssen wir ja keine Angst mehr haben. Rein theoretisch zumindest. Mensch, Connor, was machst du denn? Wenn ich Halt sage, dann machst du Halt. Fährt hier fast in die Lava rein. Du Dussel. Ich habe gerade voll Bock auf Tomatensuppe. Ich glaube, ich werde mir gleich eine Tomatensuppe machen. Das klingt nach einer guten Idee. So, vorher mache ich aber hier noch. Der geht immer ein Stück zu weit. Zumindest für meinen Geschmack. So, jetzt hier lang. Oh, nicht springen. Ich wollte laufen. So, und an dieser Stelle. Moment, ich gehe nochmal kurz auf mein optisches Highlight. Zip. Da. Da hinten waren wir jetzt noch nicht. Da gehen wir dann das nächste Mal hin. Und wie es da dann weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao!